Dankeschön fürs Kommen. Wir haben auch noch zwei Leute remote dabei. Ich hoffe, die sind mittlerweile schon remote eingeklinkt. Ich bekomme von der Regie ein Ja. Die werden wir dann fragen. Ich sage vorweg, es gibt ja den Spruch, beide sind aus Deutschland, das Trennende von Österreich und Deutschland ist die gemeinsame Sprache. Wir werden wahrscheinlich das heute, oder wir hatten das schon, das Verbindende von Österreich und Deutschland ist die trennende Verbindung. Das ist halt, beide Länder könnten beim Breitbandausbau ein bisschen im europäischen Schnitt zulegen. Als erste Diskutantin darf ich Brigitte Lutz sehr herzlich begrüßen. Ganz kurz in die Beschreibung: Brigitte Lutz hat A, auch beim Kulturtoken mitgewirkt, B, ist sie eine der Personen, die das ganze Datenthema in der Stadt Wien über Jahre vorantreibt. Dazu der Hinweis: Nächstes Jahr ist die Stadt Wien 10 Jahre dabei bei Open Government Data, eine Erfolgsgeschichte im internationalen Vergleich, hat da einen riesigen Pflock eingeschlagen oder im deutschsprachigen Raum andere Städte quasi durch die Vorbildfunktion mitgeschliffen, würde ich mal fast so sagen. Das zeigt sie bei den OGD-Konferenzen, wo Wien halt bundesdeutsche Städte in gleicher Größe meistens in den Schatten stellt. Dafür muss man einfach mal sagen, so wie gestern Leute hier waren von der Stadt Wien, die Digitalisierung betreiben, herzliches Dankeschön, weil das ist nicht selbstverständlich und da fließt viel Herzblut rein und man sieht auch in Wien, wo diese Schnittstelle von der Stadt raus in die Community dann wirklich gut funktioniert hat. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich. Danke, Walter. Ja, mein Name ist Brigitte Lutz, ich bin Data Governance Koordinatorin der Stadt und für mich ist ganz wichtig bei der Diskussion meine Daten und meine Stadt, dass wir uns da dieses gesamte Datenspektrum anschauen. Das geht von den offenen Daten natürlich weg, die öffentlich verfügbar sind. Wir müssen aber auch über die vertraulichen Daten sprechen, das heißt die Klassifizierung der Daten, und da ist es ja ganz wichtig zu unterscheiden, wer hat Zugriff auf die Daten und wer darf diese Daten eben auch verarbeiten und anschauen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auch bei dem Open Data Thema auch schon mit personenbezogenen Daten liebäugeln, diese zu publizieren. Und zwar haben wir da ein Forschungsprojekt mit Mostly AI zum Thema Datensynthetisierung, quasi personenbezogene Daten so zu verändern, dass viele Merkmale überbleiben, aber kein Rückschluss mehr auf die Person bleibt. Und das wäre natürlich insgesamt eine tolle Sache, auch solche Daten veröffentlichen zu können. Nur durch die aktuelle Situation, die hat uns ein bisschen gebremst in diesem Thema. Ja, und zum Thema Open Data, da ist für mich immer das Schönste, wenn man sieht, dass die Daten wirklich genutzt werden. Also auch die Datennutzung in der Stadt, das ist kein Selbstzweck, das machen wir nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir einen großen Mehrwert damit erreichen wollen, und zwar für die Bevölkerung, für die Wirtschaft und Wissenschaft. Und weil da wirklich tolle Projekte entstehen, die dann Freude machen und die dann zum Nutzen dieser Zielgruppen entstehen. Also derzeit haben wir über 300 Anwendungen mit den offenen Daten Wiens, die uns bekannt sind. Und das ist eigentlich die Maßzahl, warum wir da eben Digitalisierungs- und Datenhauptstadt sind, weil die Daten eben so gut genutzt sind. Und das macht uns wieder Freude und auch den datenbereitstellenden Stellen, dass man sieht, dass da wirklich echter Nutzen und ein Mehrwert entsteht. Dankeschön, dann gebe ich das Wort gleich weiter, damit wir eine Runde machen. Ja, Rudolf Enz-Wörtlein, wir machen Payment und Zahlungsdaten sind, wie Sie wissen, immer hochsensibel. Deswegen müssen wir hier sehr aufpassen und sind hier natürlich der höchsten Sicherheit verpflichtet. Wörtlein macht sehr viele Projekte in der Stadt Wien, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Sie kommen sehr oft mit Wörtlein-Systemen in Berührung. Wenn Sie Auto fahren, nutzen Sie Handyparken, das kommt von uns. Wenn Sie mit der ÖBB fahren, wir machen die Fahrplanplanung. Wenn Sie einkaufen gehen und bezahlen an der Kasse, das sind häufig Six-Payment- bzw. Wörtlein-Terminals, an denen Sie bezahlen. Was passiert mit diesen Daten? Im Grunde genommen sind die Banken hier sehr, sehr streng. Es werden natürlich Daten übermittelt, aber nicht weiter ausgewertet, außer sie sagen da aktiv dazu mit einer Jö-Karte oder so, ja, ich will das. Das ist in den meisten Fällen natürlich Ihnen selber überlassen, was Sie für Daten hier an dem Zahlungsterminal quasi übergeben wollen. Das können wir dann später auch diskutieren. Wir unterstützen im Weitestgehenden diese Zahlungsunternehmen, dass dies passiert, dass das auf einen sicheren Weg passiert.
Wir sind zukunftssicher, wir bauen aus in Richtung Mobilität, wie ich heute gezeigt habe, Mobilität as a Service, für die Stadt sehr wichtig. Auch, dass man in Zukunft weitere Verkehrsmittel mit einbinden kann, nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel, vielleicht auch Privatanbieter, wie eben Fahrräder, E-Scooter etc. Das ist unsere Zukunft. Dankeschön. Dann darf ich begrüßen Elmar Jelka von Genoa Group und ICT Austria. Sie sind selber Gründer und ICT Austria nochmal ist ein Zusammenschluss österreichischer ICT-Unternehmen, die das Ziel haben, dass wir halt in Österreich internationale Spitze werden. Genau so ist es, ja. Auf den Punkt gebracht. Ich möchte das noch ergänzen um die Wertschöpfung. Ich denke, dass die Wertschöpfung auch im Lande erbracht wird, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir bei den Daten dann noch dazu, wie wir genau das machen. Ja, ich habe ein bisschen ein Statement mitgenommen, denke ich mal, um das hier auch auf den Punkt zu bringen. Die Digitalisierung hat uns ja spätestens seit der Corona-Krise ein neues Bewusstsein über die Möglichkeiten und Notwendigkeiten geschaffen. Und die stattfindende Diskussion über Daten und probate IT-Werkzeuge sowie der Umgang zwischen der Technik und dem Mensch hat auf der einen Seite einen Spannungsbogen erzeugt, der uns ja zu einer wesentlichen Kernfrage führt. Welche neuen digitalen Rollen erfordern ein hochautomatisiertes Arbeiten und Leben vor allem? Das Wesentliche dabei ist der Blick in die Zukunft, um heranwachsende Erfordernisse bereits jetzt zu erkennen und so neue Lösungen und Lösungskonzepte entwickeln zu können. Hier darf man sich die Frage stellen, welche Regelungen es in Zukunft einfach bedarf, im Sinne des Erstellens, des Nutzens, des Entwickelns mit den Daten und was man auch in der Zukunft dazu dann braucht und wie viel Eigenbestimmung, Mitbestimmung haben wir dann in der Wirtschaft, in der Gesellschaft als einzelnes Individuum. Und da darf man eines nicht vergessen, in der sich immer rasanter entwickelnden Welt werden einerseits Daten von jedem von uns gesammelt, andererseits daraus neue Daten erschaffen. Und diese neu erschaffenen Daten eröffnen im Rückschluss durch die künstliche Intelligenz wiederum neue Möglichkeiten. Und gerade in einem Zeitalter, wo durch Automatisierung und dem freiwilligen Beitrag der einzelnen Städte, Personen und Unternehmen Daten zwischen Systemen ausgetauscht werden, ist der Schutz dieser Systeme umso wichtiger. Mittlerweile hören wir tagtäglich über Cyberattacken und sehen ebenso die daraus resultierenden Risiken. Es erfordert daher ein wirklich kollektives Denken von uns allen, wie wir leben und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Ich denke, das ist so der wichtigste Punkt. Und das Denken und dieses kollektive Denken als Schlusssatz von meiner Seite her ist, glaube ich, eine wesentliche Eigenschaft des Menschen. Ja, und das unterscheidet uns von der digitalen Welt. Dankeschön. Ganz kurz noch der Hinweis ist, auf Slido gibt es aktuell eine Poll. Sie können auch auf Slido gern selber Fragen zum Pollen hingeben. Das ist Feedback. Die Kollegin Sandra wird das gerne handeln. Und ich darf jetzt weitergeben an Jana Lasser von Complexity Science Hub. Jana ist Data Scientist und du beschäftigst dich aktuell auch mit den Corona-Daten. Ihr macht da einen unglaublich super Job, seid da im Backend quasi von der Krisendatenmengen mit dabei. Und so viel ich weiß, du hast einen Wikidata-Background aus Deutschland und vielleicht erklärst du mal deine Sicht, was Daten für dich bedeuten, wie das in der Krise ist und wo du aussiehst, wo es in Zukunft hingeht. Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, ich vertrete hier auf dem Panel so ein bisschen die Perspektive der Wissenschaft. Ich bin Forscherin, Postdoc. Und ja, wie es jetzt schon vielfach gesagt wurde, Daten haben auch in der Forschung ein wahnsinnig großes Potenzial. Das ist so ein bisschen ein Nonna-Statement. Ich möchte es mal konkret machen, jetzt auch mit Covid-Bezug. Die schnelle Verfügbarkeit von Daten über Infektionszahlen, auch regional aufgeschlüsselt, ermöglicht es uns, dass wir Prognosen abgeben, tagesaktuell, dass wir die Regierung unterstützen, dass wir Experten unterstützen, Entscheidungen zu treffen. Das alles würde nicht funktionieren, wenn wir das Material nicht hätten, sprich die Informationen, die wir aus den Daten ziehen. Ich gebe noch ein zweites Beispiel, was wir auch gerne gemacht hätten, wäre zum Beispiel eine Webseite, auf der räumlich auf einer Karte von Österreich alle Ärzte verzeichnet sind und man tagesaktuell schauen kann, welcher Arzt hat gerade offen
und auch welcher Arzt ist gerade ausgefallen, vielleicht weil er sich mit Covid infiziert hat, inklusive einer Warnung, wenn die Ärztedichte in einer Region zu niedrig wird. Hätten wir gerne gemacht, haben wir nicht gemacht. Warum? Weil wir diesen Datenzugriff nicht haben, den wir dafür brauchen würden. Die Daten gibt's, aber sie stehen uns nicht zur Verfügung. Und da komme ich auch schon irgendwie zum Punkt, den ich gerne machen würde. Daten fallen zwar automatisch überall an, aber sie sind dadurch noch lange nicht nutzbar. Insbesondere sind sie dadurch noch lange nicht für die Forschung nutzbar. Man muss Datenzugriff, glaube ich, zunehmend verstehen wie wirklich Basisinfrastruktur, wie Straßen. Daten müssen gepflegt werden, es muss Verantwortlichkeiten geben und es muss klar sein, wie man diese Daten nutzen darf. Und da haben wir, glaube ich, jetzt während der Covid-Corona-Krise schon sehr gut aufzeigen können, dass die Partnerschaft zwischen staatlichen Institutionen und Forschung, die für die Bevölkerung, für das Land Analysen macht, eine sehr, sehr fruchtbare ist. Und da würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass das ein bisschen weitergetrieben und formalisiert wird. Ja. Dankeschön. Als nächstes Frau Maria Zesch von Magenta Telekom. Sie sind in der Geschäftsführung für Geschäftskundenbereich und mit Ihrem Team im Austausch mit den Kunden arbeiten Sie Lösungen zur Steigerung der Produktivität. Dazu zählen insbesondere Städte, die auch mehr Effizienz und neue Wertschöpfungsketten haben möchten. Ja, herzlichen Dank, dass ich auf dem Podium da auch mitdiskutieren kann. Ich vertrete hier sicherlich die Wirtschaftskomponente und gerade was wir sehen, also im Smart City Bereich, also für mich wäre das auch so ein Punkt, den ich gern hier einbringen würde. Also im Smart City Bereich sehen wir halt so drei so große Bewegungen. Das eine ist, dass die Bevölkerung steigt mit allen Pros und Cons, insbesondere was das Thema Verkehr betrifft. Wir alle denken vielleicht so an Parkplatzsuche und solche Themen. Das zweite Thema ist natürlich der Kostendruck, den Städte und Kommunen gerade jetzt auch, verursacht durch Corona, aber in Summe sehen. Also es ist ein gewisser Kostendruck da, dem man entgegenwirken muss. Und das dritte Thema ist vor allem auch CO2-Belastungen, wo Städte enorm dran gemessen werden, wie sie auf der CO2-Ebene nach unten kommen. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben was gelernt. Immer wenn man was messen kann, kann man daran arbeiten. Und da möchte ich an meiner Vorrednerin andocken. Das heißt also, wenn ich weiß, ich muss meine Kosten runterbringen, ich möchte meinen Verkehr reglementieren oder auch ich möchte CO2-Emissionen reduzieren, dann muss ich einmal wissen, wo sie anfallen. Und wie mache ich das? Und ich habe da so ein kleines Diverschen mitgebracht, weil ich glaube, dass man sich das auch vorstellen kann. Das sind so Condition Monitoring Devices. Also das ist ganz klein, aber da sind Sensoren drinnen. Ja? Und damit stellt man fest, ja, also wie ist die Luftgüte in diesem Raum? Oder man kann feststellen, sozusagen, wo Parkplätze frei sind. Also viele Sensoren helfen uns, Fakten zu schaffen und die dann Transparenz zu haben. Und ich glaube, genau darum geht es. Eine Smart City ist für mich eine City, die bewusst an den drei Themen arbeitet, nämlich CO2-Emissionen herunterzubekommen, die Kosten optimal einzusetzen und das Leben der Bürger lebenswerter zu machen. Und ich glaube, damit, da kann IoT, und das sind IoT-Devices, sehr, sehr gut helfen, wenn man die Daten dann auch transparent hat und daran arbeitet. Dankeschön. Und jetzt würden wir remote nach Deutschland gehen zum Markus Schaffhauser von Atos. Ich hoffe, wir sind live. Und Herr Schaffhauser ist Head of Public Sector mit dem Schwerpunkt Experte für Digitalisierung, Industrie 4.0, Cloud und KI. Man hört mich. Wir hören Sie. Bin ich gut verständlich? Wunderbar. Also immerhin, die erste Hürde hätte man genommen, die Leitung zwischen Deutschland und Österreich. Die zweite Hürde, ich bin kein Deutscher, bin Österreicher, bin nur gerade eben in Wiesbaden, habe da eine Funktion auch als Geschäftsführer der städtischen IT-Gesellschaft inne, neben meiner Leitung des Public Sectors und kenne daher auch die städtischen Themen und Probleme aus erster Hand als Anbieter oder als städtischer Dienstleister sehr gut. Und die Diskussion jetzt sehr intensiv mitverfolgt und wirklich viele Punkte und Ansätze, die drinnen sind. Und ich glaube, für mich der wichtige Punkt, der herausgekommen ist, wir haben im Moment so eine Situation, da stehen wir vor der Herausforderung. Einerseits haben wir eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten,
um aus den Daten Informationen und entsprechenden Nutzen für die Bürger und Bürgerinnen zu generieren. Andererseits haben wir eine Vielzahl von Daten, die aber häufig in unterschiedlichsten Systemen liegen. Wir haben es zuerst gehört, bei dem Ärztesystem, wo es nicht möglich ist, dass man das tut, wenn man auf die Daten keinen Zugriff hat. Das heißt, wir haben auch zunehmend Datensilos, die uns in dieser Auswertung und in dieser Nutzbarmachung der Daten hindern. Das ist sicher ein Thema, das man angreifen müssen, das wir bewältigen müssen. Und dann haben wir natürlich auch immer die Frage, was ist technisch möglich und was ist denn das, was man ethisch und rechtlich tun kann mit den Daten und was vertretbar ist. Und da gefällt mir zum Beispiel der Kulturtoken sehr gut, denn hier wurde ja erfüllt, dass die Daten bei den Menschen selber liegen. Das war, glaube ich, am Anfang in der Umfrage einer der Hauptpunkte, dass das die Menschen haben wollen. Es wurden da auf dem Online-Device mit der App entsprechende Auswertungen gemacht. Die sind nirgends hingegangen und man hat dann auch einen entsprechenden Mehrwert generieren können. Und ich glaube, das ist ein Weg, der verstärkt auch für die Zukunft relevant sein wird. Denn die meisten Daten werden, wie wir gesehen haben, nicht mehr zentral generiert, sondern, Stichwort IoT ist auch schon gefallen, aus einer Vielzahl von Devices, von Handy bis Auto, bis Luftgütemessungen. Und die große Grundfrage ist, wie kann ich jetzt diese dezentralen Daten so einsetzen, dass ich den maximalen Nutzen daraus generiere, ohne entsprechende Silos zu bauen und vor allem auch unter Berücksichtigung der Sicherheit und der entsprechenden Privacy-Anforderungen. Da gibt es, glaube ich, ganz schöne Beispiele, auch in vielen Bereichen. Und das ist meiner Ansicht nach die Richtung, in die wir uns bewegen müssen. Das ist die Zukunft. Und dann haben wir auch den optimalen Nutzen und die Balance, wie wir gesehen haben, aus den Informationen, aus dem Mehrwert für die Bürger, aus den Kosten. Denn diese Systeme sind in der Regel auch sehr kosteneffizient. Dankeschön. Als nächstes haben wir Stefan Kaufmann von der Stadt Ulm hoffentlich online. Stefan Kaufmann hat quasi zwei Hüte auf. Ja, er kommt auf der einen Seite aus der Community, ist ein sogenannter Datenaktivist. Und auf der anderen Seite arbeitet er für die Stadt Ulm bei der Umsetzung von Datenprojekten in deren digitalen Agenda und leitet quasi das Verschwörhaus. Das Verschwörhaus ist quasi ein stadtbetriebener Hackspace neben quasi dem Bürgermeisterhäuschen in Ulm. Und der Name ist auch lustig für Nicht-Ulmer. In Ulm wurde früher auf den Bürgermeister geschwört. Da gab es eine Bühne, wo die Bürgerinnen ihm die Treue geschworen haben. Und deswegen heißt das auch Verschwörhaus und ist in Deutschland wahrscheinlich eines oder wenn nicht das spannendste Projekt an Zusammenarbeit von Verwaltung mit Civic Tech, mit Community und damit gebe ich weiter an Herrn Kaufmann. Ja, herzlichen Dank. Walter Palmetshofer hat das schon ganz viel vorweggenommen. Ich sitze hier tatsächlich ausnahmsweise in städtischen Räumen und ausnahmsweise bin ich auch als erwachsener Verwaltungsmitarbeiter verkleidet gerade. Normalerweise sitze ich anders da. Aber ja, es ist genau der Punkt, an dem wir arbeiten. Ich fand das von Jana Lasser gerade vorhin ganz wunderbar, nämlich die Verknüpfung von Forschung und Verwaltung ist ultra wichtig. Und genauso wichtig ist, glaube ich, auch die Verknüpfung von Zivilgesellschaft und Verwaltung, weil wir ja auch sehen, wie viel Input, wie viel Wissenstransfer kann man da abholen von den Leuten, die selber mit Daten auch was anfangen und damit auch ureigene Probleme von sich selber beackern möchten und da was haben möchten. Und ebenfalls von Jana Lasser, super, super Aufschlag, finde ich, wir brauchen Dateninfrastruktur dafür. Wir brauchen eigentlich eine gute Datenverfügbarkeit, weil wir sprechen an ganz vielen Stellen, sprechen wir darüber, was wir eigentlich alles aufbauen möchten auf Daten, aber die Datenverfügbarkeit ist momentan eigentlich gar nicht gegeben. Also analog zur
Wegen mir der Wiener Hochwasserversorgung brauchen wir eigentlich entsprechende Gegenstücke in den Verwaltungen auch selber, aus der Verwaltung raus, wie wir die Daten, die anfallen, auch so bereitstellen können. Walter Palmetshofer hat vorhin dieses Container-Terminal als Metapher genannt, wie wir das bereitstellen können. Also um in der Wasserversorgung zu bleiben, das ist auch eine Metapher, die Wikimedia Deutschland bemüht hat. Die sagt nämlich vor einigen Jahren, Daten sind nicht das neue Öl, sondern Daten sind eigentlich das neue Grundwasser. Das ist was, wo wir auch eigentlich ein Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Grundwasser haben. Das ist immer noch nicht überall erfüllt. Und wenn wir von Datenzugang reden, haben wir eigentlich ein Luxusproblem oft bestanden, über das wir da sprechen. Aber tatsächlich gehört der Zugang dazu eigentlich dazu. Und es ist ein bisschen fatal, wenn wir ganz viel über also metaphorische Schwimmbäder eigentlich bauen mit Big Data und Data Lakes. Und hinterher kommt eigentlich raus, dass in der Metapher die Daten händisch mit dem Eimer da reingetragen werden müssen. Stattdessen müssen wir uns anschauen, wie wir wirklich robust eine Infrastruktur bereitstellen können, dass wir die Versprechen, die wir damit auch erfüllen, für besseren Nutzen für Bürgerinnen und Bürger oder auch Nicht-Bürgerinnen und Bürger, für Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt, wie wir diesen Nutzen auch bereitstellen können und wie wir diesen Bedarf decken können. Ich meine, historische Beispiele in anderen Bereichen gibt es ja auch. Wien ist ja die Vorreiterstadt für kommunalen Wohnungsbau, für den Gemeindebau gewesen. 220.000 Gemeindewohnungen gibt es gerade. Das ist wirklich eine Vorbildfunktion, ja nicht nur auf der Datenebene, die Wien immer hatte. Und jetzt muss eigentlich auch das Gegenstück kommen. Wie können wir eine passende, vergleichbare Infrastruktur eben auch für Daten bereitstellen? Ich meine, wenn wir sagen, Daten sind so Grundwasser, dann gehört dazu auch, also wir konsumieren das täglich, wir scheiden es auch irgendwie aus ständig. Irgendwo kommen Metaphern auch an ihre Grenzen. Aber es ist immer eine bessere Metapher, als wenn wir von Öl sprechen oder von sonstigen Rohstoffen, wo es dann meistens darum geht, dass irgendjemand diesen Rohstoff, den vermeintlichen, dann auch privatisieren möchte. Also es geht nicht an, dass wir irgendwie hergehen und eine Datenversorgung wie auch eine Wasserversorgung so auslegen, dass ein Betrieb hinten dran ist, die Daten schöpft und die dann für sich privatisiert und nur gegen Geld abgibt, sondern da geht es um eine Daseinsvorsorge und um eine Grundversorgung eigentlich. Ich habe im Vorfeld mir auch wirklich Gedanken gemacht über diesen Begriff von wegen meine Stadt, meine Daten. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch ganz viel über diesen meine Begriff reden, weil zwar ist es so, dass ich irgendwie durch die Gegend laufe und durch den ganz normalen Prozess der Transpiration dann das metaphorische Äquivalent, das Wasser, wieder ausscheide. Ich tue mir aber schwer, wenn ich dann hinterhergehe und sage, okay, wo sich dieses dann niederschlägt, wieder wo das kondensiert, da habe ich einen Anspruch drauf und da möchte ich auch mitreden können. Also wir müssen, glaube ich, in der Diskussion, in der Debatte über Daten auch eine Begriffsschärfe herstellen. Passen solche Metaphern eigentlich noch? Also ist meine, was so ein bisschen Eigentum impliziert, sind es die richtigen Begriffe? Geht es eigentlich nicht eher darum, Schutz herzustellen, wenn es zum Beispiel um personenbezogene Daten geht? Aber müssen wir auch wirklich schärfen, nur weil jemand Daten geschöpft hat, kann jemand kein Eigentum dran haben? Also als Beispiel, wenn ich jetzt hergehen würde und verteile in der Stadt Wien überall Sensorik, wir machen das in Ulm mit der Zivilgesellschaft beispielsweise, dass wir mit dem freien The Things Network, auch ein Internet of Things Netzwerk, das aber hier tatsächlich gemeinsam von Stadt und Zivilgesellschaft geschaffen, wie auch bespielt wird, wenn wir dort Daten erfassen, also wenn wir dort Wasser, Gewässertemperatur, Lufttemperatur, aber eben auch Personenfrequenzzählungen machen, wie viele Personen vorbeilaufen, dann habe ich zwar diese Daten geschöpft und ich habe auch dann irgendwie niedergeschrieben in der Datenbank, dass es gerade kälter ist als vor einer Woche noch, also wegen mir 15 Grad, aber allein dadurch, dass ich die Temperatur gemessen habe, kann ich ja niemandem Dritten verbieten, dass, wenn der von diesem Faktendatum Kenntnis erlangt, dass er es weitergeben darf. Das heißt, wir brauchen in der Debatte wirklich einen scharfen Blick drauf, wo müssen wir ganz klar sagen, es kann an Faktendaten keinen Eigentumsbegriff geben. Es gibt diese Immaterialgüterrechte nicht. Wo ist es einfach so sinnvoll, dass wir uns passend aufstellen, dass die Allgemeinheit was davon haben, davon was hat? Und wo müssen wir Grenzen ziehen, wo es wirklich um den Schutz von Personenbezug geht, wo wir ganz klar sagen, das ist aufgrund der Schutzsituation einfach so, dass wir individuelle Menschen schützen möchten und nicht deswegen, weil wir ihnen ein wie auch immer geartetes Eigentum irgendwie zusprechen. Wofür ich nur plädieren kann an der Stelle, ist immer diesen Dialog zu suchen, also wirklich diese BürgerInnen-getriebene oder EinwohnerInnen-getriebene Herangehensweise, dann eben auch den Input aufzunehmen.
Wir haben, Herr Enz hat vorhin Scooter-Sharing-Daten genannt. Da haben wir als Stadt, also wenn ich wieder den Verwaltungspolunder anhabe, da haben wir als Stadt ultra viel Input mitnehmen können aus der Zivilgesellschaft, die gesagt hat, hier, so kann man damit datenbasiert umgehen. So kann man von den Anbietern Daten auch bekommen, um die für ja, faktenbasierte, evidenzbasierte Verkehrsplanungsprozesse zur Grundlage zu nehmen. Und es ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, den Prozess gemeinsam zu gehen und sich auch gerne auch mal herausfordern lassen von der Zivilgesellschaft und gerne auch mal ordentlich Kritik abzubekommen, weil das gehört im Endeffekt auch dazu, dass wir wirklich einen demokratisch bestimmten Prozess haben hinterher, wo wir auch wirklich die Gemeinwohlsicherung in den Vordergrund stellen können. Wir machen das an einem Beispiel bei uns. Smart City Strategien sind offenbar immer noch nicht genug geschrieben. Auch die Stadt Ulm braucht jetzt noch eine, wobei ich ja viel lieber den Vollzug habe als das Schreiben von Strategien. Was wir aber wirklich jetzt hier machen, ist die Zivilgesellschaft, die sich bei uns im Verschwörhaus einfindet, aber auch die darüber hinaus einzubinden, dass wir diese Strategie offener arbeiten, gemeinschaftlicher arbeiten, auf GitHub arbeiten, dass wir auch wirklich dann den ganzen Prozess dokumentieren, dass wir auch zu jedem Zeitpunkt sicherstellen können, dass die Strategie nicht irgendwie nur das Produkt einer Beratungsagentur hinterher ist, die das mit uns erarbeitet und dann anderen Städten weiterverkauft, wenn die glauben, dass es in Ulm gut ist, sondern wo wir wirklich sagen können, das wird unter einer Creative Commons Lizenz, unter freier Lizenz gesichert, sodass wir an jeder Stelle sagen können, da muss die Gesamtbevölkerung der ganzen Welt im Idealfall, wenn sie Deutsch sprechen kann, profitieren. Sehr gut. Danke. Das heißt, wir haben jetzt eine blendende Verbindung gehabt nach Ulm, wie wir gehört haben. Ich würde deine Punkte mal aufnehmen. Was ich spannend finde, ist diese Unterscheidung, wer erstellt mit wem welche Daten, wem gehören die dann. Das geht ja bis zum Auto, wenn man einen Autohersteller hat, bis zum Gerätehersteller, der im Auto drinnen ist, bis zu jemandem, der das Auto vermietet und bis zu jemandem, der dann nochmal das Auto über andere Plattformen mitvermietet. Das heißt, wir hätten da 5 Leute, die irgendwie bei der Datengenerierung dabei sind. Und dann stellt sich die Frage, wer hat dann welchen Anspruch, auf welchem Niveau. Das ist der eine Aspekt. Das ist natürlich dann auch viel, auch, was wir vorher schon gehört haben, das sind ja Daten, die aus dem privaten Bereich bekommen, aus der Wirtschaft. Und was wir ja gestern gehört haben, das Spannende wird sein, wo hat man dann die Governance dazu, die Gouvernementalität, das so zu handhaben, wo kann man zum Beispiel welche Daten dann wieder als Gesellschaft einfordern. Du nanntest das, Stefan, die Scooter-Daten. Andere Städte haben zum Beispiel von Airbnb die Daten rausbekommen, weil natürlich auch mit der Umstellung von einer neuen, auf eine neue Ökonomie, die Daten getrieben ist, auch die Wertschöpfung, was wir vorher gehabt haben, woanders abgeflossen ist. Und damit wir die Gesellschaft, die wir jetzt so haben, auch halten können, braucht man irgendwo eine Sicherstellung, wo bleibt die Wertschöpfung vor Ort, wenn alles in der Cloud ausgelagert ist, irgendwo im Ausland und die Businessmodelle, wie es gestern so schon hinten, man muss jetzt Geld verfolgen oder verstehen, wo die Businessmodelle sind, wie kann man das gewährleisten. Das heißt, relativ auf mehreren Ebenen ein komplexer Prozess, den man aufdröseln müsste, wie geht man damit um, wer wo welche Daten zur Verfügung stellt, wer kann die dann quasi für die Gemeinschaft wie verwalten. Was sind die Rechte und wer wird natürlich dann für welche Leistung entgolten? Das ist der eine, glaube ich, große Brocken, den ich jetzt einmal so aus der Runde mitgenommen habe. Und ich frage mal in die Runde vor Ort und auch den Herrn Schafferhauser. Stefan hat einmal Sendepause kurz. Was quasi da euer Input oder Vorangehensweise ist, weil wir da von Business zur Verwaltung bis zu SMEs und auch die Wissenschaft natürlich verschiedene Interessen haben. Und irgendwo am Ende des Tages muss man draufkommen. Da haben wir zwei perfekte Beispiele schon präsentiert bekommen. Das eine ist die Sensorik, wo wir wirklich für alle Beteiligten Daten erheben. Sind es jetzt Messdaten, die dann wirklich für die Allgemeine zur Verfügung stehen oder auch aus einem Forschungsansatz raus. Ja, das Beispiel mit den Ärzten, denke ich mal, ist auch sowas. Ja. Da haben alle etwas davon. Das ist da schließe ich mit dem Kollegen aus Ulm an, ist, glaube ich, ein Begriff, der galt in der Vergangenheit. Ich glaube, es geht viel mehr um die Nützlichkeit, welche Daten habe ich und wie kann ich sie nutzen. Und da gibt es Dinge und auch Antworten, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Da ist die Forschung gefragt. Das Zweite ist, in der Anwendung sicher auch mit dieser Sensorik, finde ich ganz großartig, weil da kann man viel draus machen, was man heute noch gar nicht weiß. Und das ist eine Kombination, wo Forschung, Staat, Wirtschaft sicher Hand in Hand geben muss. Und was mir sehr gut von Ihnen gefallen hat, war diese Usability, das so einfach zu gestalten, ja, dass ich es tagtäglich einfach nutzen kann. Also ich glaube, dieses Verbindende in den Daten in sich mit praktischen Beispielen unterlegt, macht es auch sehr, sehr, sehr griffig. Ja. Ich
mag noch mal kurz einschalten dazu, weil es gerade so gut dazu passt. Ich glaube, dass das Mein-Dein, dieser Begriff von Besitz, den wir intuitiv von materiellen Gütern kennen, dass der zu Daten einfach nicht so wahnsinnig gut passt. Weil bei immateriellen Gütern haben wir den Fall, dass ich es besitzen kann, aber es können unendlich viele Leute nützen, ohne dass es weniger wird, das, was ich habe. Und ich glaube aber, dass da das ist nicht hoffnungslos, diese Situation. Ein vielleicht hoffnungsvolles Beispiel von uns am Complexity Designs Hub haben wir relativ am Anfang der Corona-Krise angefangen, Maßnahmen von Staaten zusammenzutragen, die sie gegen die Ausbreitung des Virus unternehmen. Und diesen Datensatz haben wir dann veröffentlicht in Form einer wissenschaftlichen Publikation. Und das ist eines unserer erfolgreichsten Wissenschaftsprodukte jetzt während der Krise. Das heißt, es ist sehr klar, das ist unsere Forschung, wir werden auch attributiert, das heißt, wir kriegen auch die Anerkennung dafür, aber es wird trotzdem frei genutzt, das ist unter einer freien Lizenz. Da sage ich was eigentlich sehr trocken ist, aber die Lizenzen, die man dann vergeben kann. Man kann eine Lizenz vergeben oder antackern an einen Datensatz, die sagt, du musst mich nennen, wenn du den nutzt, du musst sagen, ja, das hat diese Person produziert, aber du kannst trotzdem damit alles machen. Du kannst ihn weiterverarbeiten, du kannst ihn weitergeben, du kannst ihn sogar kommerziell nutzen und musst mir nichts zahlen dafür. Du musst einfach nur anerkennen, dass ich das gemacht habe. Es gibt auch Lizenzen, da muss man nicht einmal mehr anerkennen. Aber ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel forschen, man müsste nur noch das anwenden, was eh schon da ist, so an Infrastruktur. Ja, da ist die Nutzung vor allem auch, was Sie gesagt haben. Ne? Ja. Ja, das gehört dieses Gesamtspektrum, glaube ich, auch betrachtet. Dass man eben sagt, die Governance eben zu erkennen, nicht wem gehören die Daten, sondern wer produziert sie da in dem Lebenszyklus, wer verarbeitet sie dann und klar festzulegen eben diese Verantwortlichkeiten dazu. Und die verantwortlich sind, die können ja dann entscheiden anhand ihrer Klassifikation, was darf mit den Daten passieren, wie werden die lizenziert und wer darf diese Daten da nutzen. Jetzt aus der Sicht der öffentlichen Verwaltung ist es für uns eins der Grundprinzipien, dass wir sagen, alles was mit Steuergeldern an Daten erhoben wird und wo wir die Klassifikation öffentlich machen, da haben wir uns österreichweit darauf geeinigt, das ist die Creative Commons Namensnennungslizenz dahinter und so werden Open Data in Österreich publiziert. Und das schafft natürlich ein großes Spektrum an Nutzung, weil auch kommerzielle Nutzung ist zum Beispiel möglich. Also das wäre auch sowas im Forschungsbereich wahrscheinlich auch in die Köpfe muss. Und das ist für mich dieses Grundthema, glaube ich, dass teilweise viel zu wenig noch bekannt ist, was man um diese Governance tun muss, wenn es um die Daten geht, was muss man rundherum alles beachten oder wie schaffen wir jetzt diesen Weg von der analogen in die digitale Welt, weil wir sind es gewohnt, über alles und jedes Verträge zu machen, nur das Thema Daten wird dann meistens vergessen. Und im Nachhinein steht man dann da und sagt, naja, aber über die Daten haben wir uns eigentlich nicht rechtzeitig unterhalten. Eben, wer ist dafür verantwortlich, was dürfen wir jetzt damit machen? Und das würde aus meiner Sicht jetzt überall dazugehören, dieses Mitdenken der Governance zu jeder Art von Projekt, zu jeder Art von gemeinsamen Unternehmen zwischen der Verwaltung und der Forschung und der Wirtschaft, dass man eben ganz einfach nicht darauf vergisst. Also ich würde da gerne ein aktuelles Beispiel nennen und zwar, jetzt haben wir in Wien gerade die Verpflichtung der Gasthäuser, die alle Gäste registrieren müssen. So, ich glaube, also die Gasthäuser sind eh schon sehr gefordert in diesen Zeiten von Corona. Jetzt haben sie diese Verpflichtung noch. Was tun wir? Wir legen Zettel und Bleistift aus. Und sozusagen sagen auch, also das ist die Vorgabe, dass diese Daten nach 4 Wochen gelöscht werden müssen, aus Datenschutzgesichtspunkten. Also ich frage mich schon, und wir haben jetzt wirklich auch versucht, da jetzt die letzten Tage nochmal digitale Lösungen zu bringen, weil ich glaube, das eine ist, dass man jetzt auch hilft, den Kunden, aber den Gasthäusern, dass man sagt, also diese Hürde, dass man das auch digitalisieren kann, braucht man nicht Zettel und Bleistift, sondern das kann man sehr gut, glaube ich, mit QR-Codes und Eingaben machen. Und dann ist aber schon die Frage, dürfte man das doch auch verbinden für die Restaurantbesitzer mit der Möglichkeit, dass sie diese Daten nutzen, wenn der Gast hier zustimmt. Nicht schon das klassische Verbot, das muss unbedingt gelöscht sein. Und ich glaube, dass man da auch nochmal, also von der Verwaltung bis hin zu den digitalen Unternehmen vielleicht an einem Strang ziehen sollte, dass man genau solche Themen jetzt nutzt in der Krise, nämlich die Chance der Digitalisierung für die Branchen, die vielleicht gerade eh betroffen sind und vielleicht vorher noch nicht so digitalisiert wurden. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo man wirklich aktuellst dran anknüpfen könnte. Gibt es von der Runde? Ja,
gutes Beispiel. Also vis-à-vis das Gasthaus zum Beispiel hat das bereits über eine Handy-App gelöst. Das ist mit dem QR-Code sehr einfach, sich dort zu registrieren. Frankreich hat zum Beispiel ein sehr interessantes Projekt eingeführt, um eben zu tracken, wer zum Beispiel an Corona erkrankt und wieder genesen ist. In Österreich habe ich gehört, dass diese Leute nach Hause gehen und mehr oder weniger aus der Datenbank herausfallen. Man würde aber sehr gerne wissen, wo die Genesenen sind, um von ihnen vor allem Blutplasma für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Das französische Projekt ist jetzt nicht, dass man weiß genau, wer wann wo was macht, sondern dass man eben die Möglichkeit hat, diese Leute auch wieder einzuladen, Blut zu spenden etc. Das ist für die Forschung, glaube ich, gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig. Was ich sagen möchte ist, einerseits verstehe ich die Wirte, dass sie sagen, das ist zu viel Aufwand. Andererseits verstehe ich aber auch natürlich die Regierung, dass sie sagt, sie möchten diese Daten erheben, um eine entsprechende Möglichkeit zu haben, Cluster zu finden. Und wenn ich dann diese Daten schon habe und das weiß, bin ich schon auch der Meinung, unsere Datenschutzgrundverordnung schützt mich ja persönlich sehr gut, dass man die für die Forschung notwendigen Daten zumindest weiterverwenden kann. Ja, was Sie angeschnitten haben und auch die Kollegen, ist ja vielmehr, Daten nützen sich per se nicht ab. Und ich glaube, das ist ein Grundgedanke. Das heißt, alles, was ich da produziere, kann ich ja vielfach wiederverwerten. Und vor allem, es ist ja deswegen dann nicht abgenützt und dann ist es abgelaufen. Ja? Und wenn ich jetzt, sei es jetzt an dem Beispiel, die erhobenen Daten für andere Dinge weiterverwenden kann, das finde ich großartig. Ja? Und von der Denkweise würde ich es auch so umdrehen, zu sagen, man hat klassisch einen Blickwinkel, den man aus der digitalen Welt in eine digitale Welt einmal denken sollte und nicht von einer analogen in die digitalen. Weil es gibt im analogen, sei es jetzt der Zettel, der dort auf der Pudel liegt beim Gasthaus und da schreibe ich was drauf, ja, das ist ja ist auch ein Zugang. Nur da aus diesen Dingen ein super Beispiel, wo man da auch das verknüpfen kann von digital in digital und einen Mehrwert draus schafft. Ja. Okay. Kurzer Zwischenruf von Slido, von Herrn Mikulasch, keine Zwangsbeglückung, Papier muss weiter möglich sein. Und dann habe ich online den Kollegen Schaffhauser, der sich zu Wort melden will. Geht schon. Ja, danke. Ich glaube, da waren jetzt wieder ganz viele Punkte, die wir auch zuerst gesehen haben. Zunächst, was das Managementsystem betrifft, das der Rudi Enz da anspricht. Ich glaube, da ist die Stadt Wien ganz gut aufgestellt. Da sind wir beim Epidemie-Management-System auch der Technologiepartner dafür. Und da haben wir, glaube ich, viele dieser Dinge und Vorgaben sehr erfolgreich realisiert gemeinsam. Aber zurück zum Thema. Ich glaube, wir haben sehr schön gesehen, was ist denn eigentlich wünschenswert technisch machbar? Und dann den Gegenstrom, warum ist es denn in Papier? Und ich sehe das in Deutschland sehr schön, da ist es auch in Papier, weil es hier einfach eine ganz großes Unbehagen der Menschen und der Bevölkerung gibt. Was passiert denn jetzt mit den Daten? Wird da jetzt jeder meiner Kontakte wirklich nachverfolgt, wenn ich irgendwo was essen gehe? Hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn ich jetzt bei McDonald's esse und nicht im Bioladen? Also hier haben wir einfach eine ganze Menge an Ängsten und an rationalen oder irrationalen Gründen dahinter, die man einfach beachten muss. Und da ist dann auch für mich die Frage, was man wirklich in den Vordergrund stellen muss, ist einerseits, was passiert denn mit den Daten? Was sind die Auswirkungen? Und natürlich auch, was ist der Nutzen, den ich daraus generiere? Ja, wir sprechen über, wem gehören die Daten, wer gibt denn die Daten her und wo liegen die? Und im Moment liegen natürlich viele Daten bei den großen Konzernen. Brauchen die Namen, kennen wir alle. Warum geben die Menschen jetzt die Daten dort freiwillig her, während man bei einem Contract oder bei einem Nachverfolgen, mit wem man denn in Kontakt war, um Corona informiert zu werden, viel, viel restriktiver ist? Das ist der Nutzen. Also der Nutzen transparent, wenn ich Google meine Daten gebe, dann bekomme ich entsprechende Vorschläge, ich bekomme Geoinformationen, ich kann meine Routen planen, ich bekomme die Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel angezeigt, was auch immer. Da habe ich einen unmittelbaren Nutzen, da gebe ich dann meine Daten her. Und ich glaube, hier geht es auch darum, bei diesen Themen hier
einfach den unmittelbaren Nutzen zu transportieren und dann auch dadurch, dass die, dass das transparent wird, werden die Menschen auch ihre Daten hergeben. Und ich glaube, das ist für mich der Schlüssel und das ist das Schöne bei dieser, beim Kulturtoken. Da ist genau, glaube ich, das transparent, wenn ich meine Daten entsprechend teile, auswerten lasse, wenn ich mich im Sinne des CO2-Footprints gut verhalte, dann bekomme ich auch was dafür. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt für all diese Anwendungen in dem Bereich, wenn wir von den Menschen auch ihre Daten haben wollen und wollen, dass sie mittun. Also ich glaube, das ist ein spannender Übergang von was wir haben bei der Diskussion auch von Daten, wo es Vertrauen, diese Umfrage, die jetzt nicht repräsentativ war, sondern nur von den Teilnehmerinnen gestern war, zeigt aber klar, wer Akteur sein könnte und wir werden das weiter haben. Und ich glaube, bei Corona, aus meiner Sicht nur kurz, waren halt zwei Sachen, die vielleicht nicht optimal waren, wenn ich so eine Tracing-App installieren muss und die wird am Anfang nur diskutiert, soll der Source-Code offen sein oder nicht, wäre das notwendig. In dem Moment, wo man so eine Diskussion noch führt, verliert man halt Vertrauen. Das ist, was einfach erledigt werden muss als Default, dass gerade bei sensitiven Daten das sauber gemacht wird. Das andere, was ich immer spannend finde, wir haben jetzt quasi 6 Monate Corona und wir stehen bei einem Punkt, wo manche Leute überrascht sind, dass jetzt doch ein Herbst kommt, ausnahmsweise 2020, auch in der Vorbereitung. Und wirtschaftlich ist das einer der größten Price Tags, die es jemals gegeben hat. Und wir haben unglaubliches Glück, dass wir überhaupt diese Digitalisierungstechnologie haben, damit wir was machen können. Auf der anderen Seite sieht man auch alleine bei dieser Corona-Tracing-App aus meiner Sicht Europa halt nicht einmal ansatzweise geschafft, an validen Response staatenübergreifend mit einer App, mit Datenaustausch für die Leute, die in Grenzregionen sind, nach 6 Monaten noch zu haben. Das ist immer für mich das Paradox, dass man was möglich wäre und was nicht gehandhabt wird, aus diversen Gründen es auch immer sein möchte. Ich glaube, für Entwicklerinnen von Software ist das relativ banal. In der Umsetzung dann, bis das die zuständigen Stellen dann zusammenkommen, ist natürlich schwieriger. Du wolltest noch? Ja, ich wollte was zu dem Thema sagen, das da aufgegriffen worden ist. Also jetzt aus Sicht der öffentlichen Verwaltung kann man sagen, Transparenz ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man so eine App der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, muss ganz klar sein, was da passiert. Und das muss auch den Menschen ganz klar sein. Und das muss einfach transportiert werden, weil es ist außer den Juristen niemand Jurist und möchte sich dann nicht lang damit beschäftigen, was hinter so einer App steckt. Das Zweite ist auch das Thema des Vertrauens. Also die Umfrage hat ja gezeigt, also der Stadtverwaltung würde man schon solche Daten anvertrauen. Da ist auch ganz klar gelegt ist, wer steht denn dahinter, wer verarbeitet Daten, was passiert damit. Und es gehört halt dieses Thema Nutzen dazu. Jetzt ist bei der Corona-App halt eher so dieser Angstfaktor dabei, aber schon auch der Nutzen für die Gesellschaft, werde schon, wir alle haben was davon. Da ist vielleicht der Kulturtoken ein besseres Beispiel. Und da gibt es einen echten Fun-Faktor dafür. Also irgendwo muss man auch mitgeben, was haben denn die Leute jetzt wirklich davon? Im besten Fall der Fun-Faktor, weil man sagt, alle die großen Konzerne, die wir kennen, da habe ich ja auch was davon. Da habe ich entweder bessere Kommunikation oder bessere Vorschlagswerte. Also irgendwo ist da was, was persönlich schnell was gibt und das müssen wir halt mitdenken bei solchen Lösungen. Okay. Ulm, hast du was zu sagen? Ja, ich fand die Diskussion gerade wirklich spannend, weil wir jetzt ja die Runde gemacht haben, wieder von Faktendaten über personenbezogene Daten zu Faktendaten. Und ich würde da bei der Lizenzfrage, also ich bin jetzt ja der Quoten-PFG, darf ja alles sagen quasi, da würde ich ein bisschen mehr Radikalität tatsächlich auch reinbringen. Also wenn wir jetzt sagen, wir erfassen Vorname, Nachname und Adresse von Leuten, dann fällt das ganz klar unter die Datenschutzgrundverordnung, das ist ganz klar. Aber die einzige andere Variante, wie wir eigentlich sagen können, wir möchten die Nutzung, die Verbreitung, Verwertung von Daten einschränken, ist ja eigentlich das Urheberrecht. Also das ist ja nicht wie beim Rasenmäher, das ist das einzige Beispiel, was mir als Schwaben jetzt gerade einfällt, wenn ich dem Walter Palmetshofer mein Rasenmäher verleihe, dann hat der zwar in dem Moment den Besitz am Rasenmäher, aber ich habe weiterhin das Eigentum, das heißt, der Walter kann den Rasenmäher nicht weiterverkaufen. Aber wenn wir auf die Corona-App gehen und sagen, da geht es jetzt um
Zahlen, Statistiken wegen mir, um Transparenz herzustellen, da brauchen wir eigentlich gar nicht eingehen und fragen, wie man die Daten verwerten kann. Weil eine kumulative Nummer oder auch eine Serie von Zahlen, da ist keine kreative Leistung dahinter, das ist keine individuelle Schöpfungshöhe. So Lizenzen wie die Creative Commons Lizenzen basieren darauf, dass es sich um Werke im Sinne des Urheberrechts handelt. Das heißt, wenn ich wirklich solche Fallzahlen zum Beispiel habe, das sind Faktendaten. Da gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, die zu schützen. Und wir sollten uns auch gar nicht auf die Diskussion einlassen, darüber zu diskutieren, ob und welche Lizenzen da anzuwenden sind. Weil sonst sind wir ganz schnell in der Situation, wie damals bei den, ich weiß nicht, wer das noch weiß, wie bei der Geschichte über, dass man den Schlüssel der DVD-Entschlüsselung nicht teilen durfte. Dann haben wir praktisch illegale Zahlen, die man zwar wissen, aber nicht weitergeben darf. Und in so einer Welt möchten wir wirklich nicht leben. Dankeschön. Herr Schaffhauser, haben Sie noch einen Kommentar? Nein? Ich stimme durchaus zu. Ja. Ich stimme dem Herrn Kaufmann in Ulm absolut zu. Ich habe viele wichtige Punkte und das wird meiner Ansicht nach der Schlüssel sein. Den Nutzen, die Transparenz und damit auch die Einwilligung der Datenerzeuger in dem Falle, die Daten zu nutzen. Was wir natürlich da komplett außen vor lassen, ist der Bereich, dass es auch Unternehmen gibt, die einfach kommerziell Daten nutzen und das immer tun werden. Also persönlich, wenn ich mich da einbringen darf, also das gefällt mir von Ihnen, was Sie gesagt haben mit der Nutzendiskussion und Mehrwertdiskussion. Ich glaube, ohne dem geht es nicht. Und ich glaube, wenn man auch diesen Spaßfaktor reinbringt, jeder von uns gibt heute Daten her in unterschiedlichen Dimensionen unterm Strich und ich bekomme aber etwas zurück. Und ich glaube, um das geht es und gar nicht jetzt einmal um diese Lizenzdiskussion mit Namensnennung hin oder her. Ich glaube, das ist eh schon de facto, ich hoffe, Standard überall da. Und wenn es noch nicht so ist, dann würde ich mir es wünschen. Ja. Also das ist einfach eine Form von Transparenz und wo ich die Grundlage für Mehrwert in Zukunft habe. Aber der spannende Punkt, weil das hatten wir vorher, also banale Daten, Schnarchdaten, wie es so schön heißt, wie jetzt zum Beispiel Öffnungszeiten von normalen Geschäften, ob die Arztpraxis offen ist oder nicht. Wir sind seit Jahrzehnten in einer Datendiskussion und haben nicht einmal das Fundament von den Daten, jetzt wirklich Schnarchdaten, zur Verfügung. Und dann teilweise auch nicht zur Verfügung von Firmen, die eigentlich ein Interesse daran haben sollten, auf OpenStreetMap sie selber eintragen müssten, das ist meine Adresse, da mache ich auf, da mache ich zu und bei mir könnt ihr das kaufen. Und jeder kann diese Daten einfach verbreiten, weil ich froh bin, wenn ich Laufkundschaft kriege. Und wir hatten ja diese Diskussion bei den ÖPNV-Daten, wo der Sollfahrplan als goldener Schatz gehütet worden ist. Ja, nicht, dass irgendwer rausfinden dürfte, mein Bus fährt von A nach B, weil Gott bewahre, dann würde er wahrscheinlich meinen Service auch noch kaufen. Und da sind wir in dieser Welt, wo ich immer frage, wenn ich jetzt Firmen habe, wo gibt es hier eure Daten her? Und wir reden nicht einmal von den Firmen, die die Daten rausrücken müssten, weil sie quasi Infrastruktur oder städtische Systeme verwenden. Da spreche ich jetzt von Straßenbenutzung bis zu Ausnutzung von einem System, das halt gut ist, wenn ich eine Hotellerie muss halt für einen Touristen zahlen und wenn ich es privat mache, auf einmal kriegen die einen Wettbewerbsvorteil, weil also sie das System umkurven. Und ich glaube, da müsste man halt die Frage stellen, wo will man ein Gegenmodell haben zwischen den zwei Sachen. Das eine, wo halt der Staat alles komplett kontrolliert, bis zu das andere Modell, wo halt die wirtschaftlichen Entitäten alles drinnen haben und da auch bedarf es wahrscheinlich, dass man sagt, man braucht einen Mediator, eine Plattform, der das regelt oder die Forderungen aufstellt, wo gibt es die Daten rein, vor wem, unter welchen Bedingungen. Jetzt übergebe ich an Brigitte Lutz. Bevor ja. Unsere 10-jährige Erfahrung mit dem Thema Open Data, wir hatten ja auch vor 8 Jahren, glaube ich, dieses Schwesternportal zum Verwaltungsportal, OpenDataPortal.at gegründet, gemeinsam mit der Wikimedia. Und da war dann der Kontakt mit den Wirtschaftstreibenden und zum Beispiel mit der Ärztekammer, eben Öffnungszeiten zu publizieren und so weiter. Und damals war oft die Diskussion, ja,
möchte ich aber nicht hergeben, weil ich will meine eigene App haben und alle Leute sollen meine App benutzen. Also das war vor einigen Jahren noch so die Begründung, man macht vielleicht mehr Geschäft, wenn man so eine eigene App hat oder alle leitet man dorthin. Bei manchen hat sich das jetzt in den 10 Jahren verändert, also es muss anscheinend die Zeit reif werden oder ist dieses Patenbewusstsein dann da eben größer geworden. Also bei den Kammern haben wir es erreicht, dass die mittlerweile teilweise ihre Daten schon Open Data hergeben. Teilweise, sage ich. Und wenn man dann ein solches Vorzeigebeispiel hat, glaube ich, kann man dann mit dem Best Practice des, den anderen auch Mut machen, dass eigentlich nichts passiert. Ich möchte kurz einhaken. Ich glaube, dass eigentlich nichts passiert, das ist eine sehr wichtige Komponente, die man den Leuten auch vor Augen führen muss. Ich glaube, ganz viel so innerer Widerstand, Daten transparent zu machen, ich rede jetzt von Schnarchdaten, nicht von personenbezogenen Daten, ist so diese Furcht, dass man sich irgendwie blamiert, dass irgendwas rauskommt, wo man nicht ganz stolz drauf ist. Und das ist sehr parallel zu einer Entwicklung, die wir gerade in der Wissenschaft haben, wo es Richtung offene Wissenschaft, Open Science geht, wo es darum geht, den wissenschaftlichen Prozess an sich offen zu legen, nicht nur die polierten Publikationen irgendwo in einem Journal, sondern wirklich die Daten, den Code, wie bin ich an mein Ergebnis gekommen, wirklich alles offen zu legen. Und natürlich öffnet man sich dann Kritik und Leute können Fehler finden. Aber ganz im Ernst, wenn die 13a immer voll ist und zu spät kommt, das wissen eh alle. Und wenn ich dann aber noch publiziere, wann genau sie immer voll ist und wie viel sie zu spät ist, dann kann ich es messbar machen und dann kann ich vielleicht auch was dran tun, dass es so ist. Und ich glaube, man muss das als eine Ressource und als ein großes Kompliment wahrnehmen, wenn sich Leute mit den Informationen beschäftigen, die ich zur Verfügung stelle. Weil da ist ein riesiges Potenzial, weiterzukommen drin. Das ist eine Riesenchance, vor allem, ich meine, da kann man was draus machen. Ja. Und ich glaube, das ist aber ein Bereitschaftsthema und das muss in den Kopf rein. Und dann dauert es vielleicht 10 Jahre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, diese Diskussion des Nachdenkens müsste man fördern, dass das nichts Böses ist. Ja, wir haben immer die Diskussion, Daten sind böse und ob sie vertrauenswürdig sind. Ja. Ich glaube, das läuft dann unter Fehlerkultur, die woanders besser ausgeprägt ist. Wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit. Ich würde jetzt jeder Person noch 1 Minute geben für ein Abschlussstatement unter dem Framing quasi dieses 2035 wünschte was Konzert und Friede, Freude, Eierkuchen in der Datenwelt. Vielleicht fangen wir gleich mit Stefan an. Oh, jetzt bin ich unvorbereitet. Friede, Freude, Eierkuchen, das gefällt mir aber gut. 2035 haben wir eine Situation, dass die Kommunen, aber auch die Länder, und also Bundesländer und der Staat insgesamt so ausgestattet ist, dass sie selber IT auf gutem, hohem Niveau machen können und nicht ständig von externer Beratung abhängig und auf sie angewiesen sind, wo sie Infrastruktur in perfekter, hervorragender Qualität bereitstellen, dass die Daten auch fließen, wo klar ist, dass die zum Allgemeinnutz bereitgestellt wird und nicht privatisiert wird und wo auch wirklich dieser intensive Austausch, also wirklich der Vierklang zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft, Wissenschaft und eben aber auch Zivilgesellschaft, dass das zusammen ist und nicht irgendwie nur eine Säule davon die Diskussion dominiert. Dankeschön, Herr Schaffhauser. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich formuliere es vielleicht ein bisschen bodenständiger. Ich glaube, für mich wäre die Vision, wo wir hin sollten, dass wir einen Rahmen geschaffen haben, in dem Daten vertrauensvoll zur Verfügung gestellt werden, in dem wir transparent machen, wofür sie verwendet werden und in dem wir auch die Informationen, die daraus generiert werden, den Mitbürgern, Mitbürgerinnen entsprechend zur Verfügung stellen und dann idealerweise das mit einem Nutzen- und Spaßfaktor kombiniert haben. Dazu braucht man die entsprechende Infrastruktur, da hat der Herr Kaufmann ganz recht, sowohl in der städtischen als auch in der privaten Bereich. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Technologie und die neuen Möglichkeiten, die uns das gibt. Stichwort dezentrale Datenhaltung. Wir nutzen auch die Daten, die auf den Handys der Nutzer generiert werden, wie in der Kultur-Token-App. Also ich glaube, das ist die Kombination daraus. Und das können wir meiner Ansicht nach auch schon vor 2035 erreichen. Da brauchen wir gar nicht weit nach vorgehen. Dankeschön. Wir müssen weitergehen, wenn wir die letzten 4 Minuten haben. Frau Zesch. Ich beame mich ins Jahr 2035. Ich bin Bürgerin der Stadt Wien und bin stolz darauf, dass ich
hier sehe, was eine Smart City ist. Das ist alles umgesetzt. Das heißt, also ich habe weder Probleme beim Parkplatz suchen, noch habe ich irgendwie schlechte Lufterfahrung. Die Stadt ist lebenswert und ich finde, das ist das Gefühl, was wir schaffen müssen, dass weltweit man auf Wien schaut und sagt, das ist die digitale Vorzeigestadt. Dankeschön. Jana. Auch im Jahre 2035, ich nehme die Rolle eines Nutzers, einer Bürgerin ein und ich würde mir wünschen, dass alle Menschen in dieser fernen Zukunft so datenliterat sind, nenne ich es mal, dass sie Nutzungsbedingungen nicht einfach wegklicken, dass sie wissen, was es bedeutet, wenn sie ihre Daten Erstanbietern, Zweitanbietern, Drittanbietern zur Verfügung stellen und dass sie informiert darüber sind, was mit ihren Daten in ihrer Stadt Sinnvolles passiert. Dankeschön. Ich wollte schon fast eine Schweigeminute für die analoge Welt einläuten. Nein, ich nutze die Zeit anders. Ich würde vorschlagen, wirklich, dass man in den Blick in die Zukunft auf deiner Seite wirkt und jetzt aber in die Gegenwart schaut und sagt, Fehlerkultur aufbauen, einfach offen auch mit dem Thema der Daten, der Nutzung, das durchzuprobieren, zu diskutieren, zu erproben, was funktioniert nicht und in letzter Konsequenz dann da auch einen gemeinsamen Weg zwischen der Wirtschaft, Politik auf der anderen Seite und in der Mitte auch sicher die Stadt als wichtiges Impulszentrum, da einfach was vorwärts zu bewegen. Also ich freue mich drauf, wenn wir digitaler werden. Dankeschön. Ja, digitale Welt in Corona, quasi ein Zwang. Was ich besonders sehe, der Österreicher war in der Vergangenheit sehr verliebt in sein Bargeld. Das jetzt nicht mehr so intensiv zu nutzen, ist eine Veränderung, die wir sehr stark bei uns in unserem Haus wahrnehmen. Darum setzen wir eben auf digitale, sehr niederschwellige Systeme, die sehr einfach zu bedienen sind. Ein Tab und ich habe mein Ticket und ich muss nicht mehr machen. Die Bürgerinnen nehmen das sehr gut an in den Städten, wo es eingeführt ist. Ich sehe das als Möglichkeit, Mobility as a Service breit zur Verfügung zu stellen mit allen Systemen, die dann zur Verfügung stehen und entsprechend in Kombination mit dem Kulturtoken, dass die Leute im öffentlichen Verkehrsmittel auch automatisch hier Token sammeln können. Finde ich klasse. Dankeschön, Brigitte Lutz. Ja, meine Vision 2035, wir haben die hohe Schule der Data-Exzellenz erreicht. Wir haben den digitalen Zwilling der Stadt, der ein lebendiges Abbild der Stadt in digitaler Form ist und wo alle in der Stadt, die Bürgerinnen, die Wirtschaft, die Forschung, eben auch Nutznießer sein kann und dass die Menschen fähig sind, die Daten intelligent zu nutzen. Dankeschön. Ich schaue noch gerade auf Slido. Die Polls laufen noch und ansonsten mache ich noch kurz, sage mal, herzlichen Dank für die Runde. Das Thema wird uns noch weiter begleiten. Ich glaube, dass wir da die Diskussion, wer welche Daten wie wo bekommt, bis zum Lebensende ausdiskutiert werden und auch notwendig sein. Und ich möchte noch hinweisen auf zwei nachfolgende Veranstaltungen vom AIT. Fängt jetzt um 16 Uhr an, die Gender-Herausforderungen in der Praxis auf der B-Stage. Und wir haben noch von Digital Society die Zukunft der Wissensarbeit. Und ein externes Event haben wir noch kurzfristig reingenommen. Das ist der heutige 49. Netzpolitische Abend, der virtuell stattfindet. Da gibt es auch eine super Runde. Und somit sage ich, es war mir ein Fest. Her mit den Daten und einen schönen Gruß und Dankeschön an Orga und Tech Crew hinten. Und schauen wir, dass wir 35 schöne Datengeschichten haben. Und Dominik Weiß wird jetzt noch eine ganz kurze Ankündigung machen und den Tag beschließen. Bis zur nächsten Sause. Danke, Walter. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich glaube, jeder am Laptop zu Hause kann dem Panel jetzt gratulieren und applaudieren. Ich glaube, es war nochmal eine wirklich, wirklich spannende letzte inhaltliche Runde. Ich werde die Digital Days 2020 jetzt nicht beenden. Ganz im Gegenteil, der Walter hat ja auch schon angekündigt, es tut sich ja noch allerhand digital auf unserer B-Stage und unser jährliches Highlight, unser Hedy Lamarr-Preis um 17 Uhr. Quasi eine Werbeeinschaltung, steht ja noch vor uns. Ich bitte euch sozusagen alle online vor den Geräten zu Hause und in der Arbeit, schaut rein, es wird ein buntes Bild, es wird ein lässiges Bild und seid auf jeden Fall bei den Hedy Lamarr-Preis dabei. Aber ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, um diese Uhrzeit nach zwei intensiven Tagen, mittlerweile schon etwas müde, trotzdem ist vielleicht kein Zwischenresümee ziehen, weil ich glaube, das wäre viel zu bald. Ich glaube, wir müssen diese zwei Tage auch ein bisschen einmal verarbeiten und ein bisschen setzen lassen. Wir hatten 9 große Panels, wir hatten 13 B-Stage-Workshops, wir hatten über 4000 aktive Teilnehmer an diesen zwei Tagen und ich glaube, die Stadt Wien mit der Community, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft
ist wirklich da einen Schritt vorausgegangen. Ja. Das ist für uns nicht selbstverständlich, in dieser Größenordnung so auf die Beine zu stellen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die nicht selbstverständlich ist. Und das gilt es einmal auch erst nachzumachen. Ich würde trotzdem sagen, ich glaube, ein Punkt ist mir inhaltlich sozusagen hängen geblieben und der gilt quasi für alle neuen Themen und für alle 13 Workshops. Der Helmut Leopold hat heute im Security Panel gesagt, Innovation und Ideen, die finden niemals statt in Unternehmen oder in der Stadt oder in der Wissenschaft, sondern sie finden immer in den Köpfen der Menschen statt. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges und wir propagieren es ja jeden Tag bei jedem inhaltlichen Thema, der Mensch im Mittelpunkt, das ist uns ja in der Stadt Wien ganz was Wichtiges und das ist was Wertvolles und das stimmt. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Stadt Wien, am Standort mit der Wirtschaft und mit der Wissenschaft den richtigen Rahmen zu setzen, dass diese Ideen in diesen einzelnen Menschen, in diesen Köpfen auch wirklich stattfinden kann. Und ich glaube, die Digital City Wien, unsere sozusagen Brücke, unsere Community, mit der wir das heute gemeinsam machen oder in den letzten zwei Tagen gemeinsam gemacht haben, ist der perfekte Nährboden, ist der perfekte Rahmengeber, damit wir das auch wirklich hinbekommen. Und das schon seit 7 Jahren. Ich glaube, wir machen das seit 7 Jahren auf einer ganz, ganz großartigen Reise. Heuer etwas anders, Covid-bedingt, aber ich glaube trotzdem sehr erfolgreich. Ich möchte dieses Event, oft wird gesagt, okay, irgendwann das Jahr klingt dann ab mit den Digital Days als letzten Highlight. Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde mir wünschen, dass wir die Digital Days als Kickoff sehen. Als Kickoff mit neuen großen Themen, Bildung, Gesundheit, Wirtschaft, neues Arbeiten, Security, Data und viele mehr. Das sind die Themen, die uns unbedingt prägen und verfolgen werden, gerade hier am Standort. Als Stadt, als Wirtschaft, als Wissenschaft. Schulterschluss gemeinsam im Namen der Digital City. Und das ist was ganz was Besonderes. Und dazu lade ich Sie alle herzlich ein. Wir werden natürlich, Sie kennen unsere Montagsrunden, Sie kennen unsere unterschiedlichsten Formate. Wir laden Sie hier alle ein, mitzuarbeiten, mitzuwirken, um gemeinsam hier tatsächlich auch diesen Standort und dieses Thema weiterzubringen und voranzutreiben. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Das wird jetzt sehr, sehr schwierig, weil ich müsste mich bei so, so vielen bedanken und ich werde ganz sicher viele vergessen. Ich denke trotzdem, dass es mir ganz kurz ganz wichtig ist. Die Schülerinnen vom TGM begleiten uns schon seit vielen Jahren, auch heuer wieder. Ohne die wäre das auch Covid-mäßig trotzdem nicht möglich. Der TV-Salon, W24, alle Panelists, alle Moderatoren. Ich schaue aber auch zur MDOS Peak, zur Stadt Wien. Michael Hagler sitzt da, Brigitte Lutz, Sandra Heisenberger und viele andere. Und dann gibt es natürlich auch ein Kernteam. Der Tom ist noch da, der Martin Gieswein, die Sandra Stromberger. Und natürlich trotzdem auch das Team der UIV, ohne der das nicht möglich wäre. Ich schaue zu dir, Angela, ich schaue zu Julia, ich schaue zur zweiten Julia. Ich schaue, wo sind sie, die Stephanie sehe ich da und den Walter, der hier moderiert hat. Und ganz, ganz wichtig ist mir auch, das möchte ich schon hervorheben, es gibt eine Person, die hier ganz zentral diese Veranstaltung schupft und regelt und organisiert. Das ist die Nadine Bergens. Ich sehe sie jetzt nicht. Ich hoffe, sie wird es dann einfach mal nachschauen. Sie ist diejenige, mit der ihr hoffentlich irgendwie alle Kontakt hattet. Und der Claudia Kanonier, das habe ich doch vergessen. Trotzdem sozusagen großen, großen Dank an dieses tolle Team, was das über ein Jahr lang vorbereitet hat und heute und die letzten 2 Tagen perfekt durchgezogen hat. In diesem Sinne, die Digital Days sind noch nicht aus. Sie gehen weiter in B-Stage-Workshops, Hedila Mabres, 17 Uhr. Ich bedanke mich, freue mich auf 2021 Digital Days. Ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. Herzlichen Dank.